uns unser Keeper Morten Behrens. Erstmal herzlichen Glückwunsch, zu 0 gespielt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig auch für dich. Derby-Sieg, 1-0 gewonnen. Alles nach Plan heute? Ja, würde ich schon so sagen. Nach dem Auswärtsspiel letzte Woche hatten wir, glaube ich, auch ein bisschen was gut zu machen. Da war so ein Derby natürlich der perfekte Tag dafür. Ich würde sagen, wir haben vorne unsere Chancen genutzt, hinten nicht zugelassen. Von daher gut gemacht, guter Tag. Ja. Ich würde fast sagen, die erste Halbzeit, weil die zweite Halbzeit müssen wir separat sehen. Die erste Halbzeit war für mich fast die beste, die ich diese Saison gesehen habe. Würdest du das auch so sehen und sagen? Ja, ich fand, wir haben es auf jeden Fall richtig gut gemacht. Wir hatten so ein bisschen Wut im Bauch auch, sind mit Wut im Bauch angelaufen. Ich finde, das haben wir richtig gut gemacht. Waren eiskalt vorm Tor, haben, wie gesagt, hinten nichts anbrennen lassen. Und dann haben wir es in der zweiten Halbzeit auch über die Zeit gebracht. Aber ich fand, es war ein gutes Spiel von uns. Genau, zweite Hälfte. Saarbrücken hat natürlich eine Klasse, ne? Das ist ja nicht irgendjemand. Hat man dann auch in der zweiten Hälfte auch gesehen. Da ist Morten Behrens auch auf der Linie nochmal aktiv gewesen. Hast du da mal kurz gezittert? Gezittert habe ich nicht, aber freut mich, dass ich der Mannschaft helfen konnte, auf jeden Fall. Heute haben wir es aber generell defensiv richtig gut gemacht. Die ganze Mannschaft hat richtig gut zusammengearbeitet. Und jetzt wollen wir natürlich auch nachlegen. Ne? Ja, wie ist das für euch als Spieler? Ich meine, wir reden ja nach dem Spiel auch immer. Wir fahren auswärts, wir wissen alle, wie es auswärts lief. Jetzt sind wir zu Hause, jedes Spiel gewonnen. Also es ist so Himmel und Hölle, ich kann es überhaupt nicht mehr so richtig greifen. Und ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, was ich fragen soll, weil zu Hause freue ich mich immer und wir reden über 3 Punkte und auswärts über das Gegenteil. Habt ihr irgendwo im Kopf eine Erklärung oder was ist da los? Ja, wenn wir das wüssten, dann hätten wir es, glaube ich, auch schon geändert. Aber erstmal finde ich positiv, dass wir zu Hause einfach so eine Heimmacht sind. Heute überragende Kulisse, auch von beiden Seiten muss man sagen, super, super Spiel, hat richtig Spaß gemacht. Alles, was ich mitbekommen habe, war friedlich, geile Unterstützung haben wir bekommen. Von daher erstmal ein Riesenkompliment hier an die Fans. Richtig geiles Spiel. Und ja, auswärts wollen wir jetzt mal nachlegen. Ich denke mal, wenn wir so spielen wie heute, dann sieht es auch ganz gut aus. Aber ja, in der Liga geht nichts von alleine. Da müssen wir uns jedes Spiel aufs Neue beweisen und hart arbeiten. Ne? Ja, vor allem ist Freiburg 2 ja auch, sag ich mal, das letzte Spiel, bevor dann Nürnberg kommt. Und mit Freiburg 2 haben wir eine richtig gute Mannschaft. Ist das auch genau das richtige Spiel vor dem Pokalspiel? Ja, ich glaube, es ist eigentlich egal, welches Spiel jetzt kommt. Wir müssen auf uns achten, egal ob der Gegner oben steht oder unten steht. Wie gesagt, in der Liga ist alles schwer. Aber klar, wir wollen jetzt erstmal auswärts punkten und dann freuen wir uns natürlich auch hier aufs Pokalspiel, was natürlich auch wieder ein Highlight wird. Aber jetzt wollen wir erstmal in Freiburg nachlegen. Wir können dir nur sagen, Freiburg auswärts, da stand schon der ein oder andere Keeper mal im Fokus. Bitte nicht nochmal. Wir lassen es einfach so stehen. Wir hoffen, wir nehmen 3 Punkte mit, Morten. Alles klar. Haut alles rein, genauso wie heute. Vielen, vielen Dank. Ja, danke auch. Ja, servus, Gerrit. Heute nach deiner Verletzung wieder das erste Spiel. Wie fühlt es sich an? Ja, überragend. Hat unfassbar viel Spaß gemacht und unfassbar viel Freude, in unserem Wohnzimmer wieder auflaufen zu dürfen. Vor so einer Kulisse. Gänsehaut beim Aufwärmen auf den Platz zu gehen, das ist einfach immer wieder was anderes. Auch wenn man jedes Heimspiel da ist und das von der Tribüne mitbekommt, das ist nicht das Gleiche. Ja, ich habe mit meiner Kraft und meiner Luft zu kämpfen, aber die Fans verpassen einem hier so einen hohen Adrenalinspiegel und so ein geiles Gefühl, dass das alles überwinden kann. Und heute nach der Klatsche letzte Woche gegen Osnabrück, mal wieder ein Heimsieg. Was sagst du, der wo jetzt ein paar Wochen raus war, woran das liegen könnte? Es ist immer schwer zu sagen. Ich will uns nicht in Schutz nehmen. Ich glaube trotz alledem, dass jeder Spieler von uns absolut gewillt ist, 100% auf den Platz zu geben. Es passiert manchmal, es passiert auch den besten Champions League. Barcelona kriegt gegen Bayern München 4 Dinger. Trotz alledem ist das uns 2-mal in der Saison passiert. Das ist mit Sicherheit einmal zu viel. Wir wissen, dass das so nicht in Ordnung ist, aber wir probieren definitiv, unter der Woche im Training und Spieltag für Spieltag daran zu arbeiten. Nochmal, ich will ganz klar betonen, dass ich zu 100% davon überzeugt bin, dass es nicht am Wille oder an der Einstellung der Mannschaft liegt, weil wir haben eine gute Truppe, wir haben eine charakterstarke Truppe und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder 100% auf den Platz geben will. Und man hat heute ja auch wieder gesehen, eigentlich hatte man Saarbrücken über 90 Minuten echt im Griff, bis auf den einen Postentreffer nach einer Standardsituation. Was war heute anders, dass man so deshalb so auf den Platz gebracht hat, wie man es kann.
Und ja, wir wussten, dass wir von letzter Woche was gut zu machen haben. Wir wissen auch über unsere Stärke zu Hause. Wir wissen mit unseren Fans im Nacken, dass uns hier zu Hause, wenn wir alles richtig machen, keiner schlagen kann. Und ich denke, genau so ein Ergebnis war auch einfach nötig und spricht den Fans zu, weil wie gesagt, letzte Woche 5 Dinger bekommen auswärts, die reisen Kilometer. Und dafür ja, mussten wir was gut machen, heute zu 0, Derby zu Hause, gut das kampfbetonte Spiel geliefert. Ich glaube, gerade das, was ich eben gesagt habe, man hat gesehen, dass jeder zu 100% wollte, der Team Spirit war da, wir haben uns enorm reingehauen und haben die Fans wirklich dafür belohnt. Und jetzt nächste Woche gegen Freiburg 2, wahrscheinlich wieder eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft, auch mit oben dabei. Nur mal von mir, so als Waldhof-Fan für den Hinterkopf, ist eine zweite Mannschaft, die haben nie Heimspiele. Also ist es für uns kein Auswärtsspiel. Definitiv. Dann fangen wir da an, das namentliche Auswärtsspiel zu gewinnen. Dann bedanke ich mich für das Interview. Danke dir. Bei uns unser Coach Christian Neider mit einem Lächeln auf den Lippen, genauso wie wir. Letzte Woche habe ich glaube gesagt, ich kann das Spiel gar nicht mehr so in Worte fassen. Ich kann dieses Spiel auch nicht so ganz in Worte fassen, aufgrund der letzten Woche. Es war überragend. Also was für eine tolle erste Halbzeit. Ja, ganz schwer zu greifen für uns Fans. Ne? Also warum sehen wir letzte Woche das? Ja. Diese Woche ganz, ganz toll. Klasse. 1-0, Derby-Sieg, so verdient. Wahnsinnig aufgespielt. Kannst du es in Worte fassen? Ja, klar. Einmal, ja, wenn du das zu Hause hinkriegst, Zusammenspiel, Fans, Kurve, Mannschaft. Und sie hat sehr viel investiert, gerade am Anfang, sehr hoch angelaufen. Und das Gute daran ist halt, dass wir uns auch mal dafür belohnt haben, dass wir das 1-0 machen, mal selber in Führung gehen. Weil man hat gesehen, zweite Halbzeit war ein bisschen weniger, was auch sehr viel Kraft gekostet hat. Aber den kriegst du halt, dadurch, der Gegner muss mehr machen, kriegst halt auch Umschaltmomente. Und so war das natürlich dann heute ein perfektes Spiel auch für die Jungs. Und wir haben uns alle so viel vorgenommen, jeder Einzelne, alle, wir im Staff drumherum. Und du hast ja immer so dieses Hoffen, dass es auch funktioniert. Und ich habe vorher kein schlechtes Wort über die Mannschaft gelassen. Das werde ich jetzt auch nicht machen, logischerweise, ne, weil ich immer das Gefühl habe, dass die Jungs auch wollten. Und ja, trotzdem kannst du halt manchmal so einen Auftritt auswärts auch nicht erklären. Muss man vielleicht auch nicht immer. Deswegen ist es umso schöner, heute dann halt auch viele glücklich gemacht zu haben. Und ja, so können sich das Bierchen heute schmecken lassen. Ja, Wahnsinn. Also ich kann es immer noch so ganz schwer greifen. Es hat so viel gepasst. Gerrit für mich, so, er kam genau im richtigen Spiel irgendwie wieder. Ich glaube, auch für ihn war genau das richtige Spiel. Für dich wahrscheinlich eine, in Anführungszeichen, einfache Entscheidung durch die gelb-rote Karte. War ja fast gezwungen, aber letzten Endes wirst du auch saufroh gewesen sein, dass genau in dem Moment ist er da. Genau, und das war auch unser Plan. Also wir haben über die ganzen Tage immer überlegt, aber jetzt war das halt so mit Gerry. Und jetzt konntest du ihn auch reinschmeißen, hätten wir vielleicht auch letzte Woche schon machen können. Und Gerry ist stabil da hinten, hat ein gutes Tempo, hat ein gutes Kopfballspiel. Und der hat uns schon über die ganze Zeit auch da hinten gefehlt, das muss man einfach auch so sagen. Und von daher war es wichtig und auch der richtige Zeitpunkt für Cater war einfach auch jetzt da. So dass Beko letzte Woche gar nicht gespielt hat, frisch spielen konnte, Cater auch. Und Dome mal so ein bisschen eine andere Position, da nicht immer so greifbar für eine Abwehr. Ja, ist aufgegangen. Nächste Woche wartet Freiburg erstmal. Auch ein absolutes Top-Team, wo wir auch schon bitterlich untergegangen sind in der jüngeren Vergangenheit. Mit denen ist immer zu rechnen. Die können zwar nicht aufsteigen, aber haben vielleicht deshalb auch überhaupt keinen Druck und können frisch aufspielen, die Jungs. Ja. Und dann wartet gleich Nürnberg. Also schon ein Hammerprogramm, was jetzt vor der Brust ist. Ja, und dann kannst du noch weiter mit Essen in Dresden. Geht es ein Hammerprogramm weiter. Deswegen wäre es einfach top, dass wir jetzt mal außerhalb den Bock umstoßen, dass wir da aus Freiburg irgendwas mitnehmen. Und dann haben wir 3 geile Heimspiele. Und hier zu Hause mache ich mir keine Sorgen mit den Fans und mit der Stimmung. Das ist einfach überragend. Jetzt haben wir schon den 11. Spieltag. Ich habe immer so einen am 10. resümiere ich so ein bisschen. Neuzugänge, neuer Trainer. Wie läuft das alles? Wo stehen wir in der Tabelle? Vorher hat es für mich null Aussagekraft. Jetzt ist es von der Mannschaft und vom Coach für mich natürlich schwer zu fassen, wie für euch auch oder wie für alle durch dieses Auswärtsheim, durch die Differenz. Wenn ich auf die Tabelle schaue, wäre mega glücklich. Also ich weiß nicht, ob du sie schon angeschaut hast. Wir sind jetzt, glaube ich, auf Platz 5, 2 Punkte hinter Platz 3. Ja. Also was wünschen wir uns mehr als Waldhöfer? Ja, also von der Gefühlslage sehe ich das genauso. Und da sind wir auch intern immer auch ruhig geblieben.
Aber logischerweise haben wir aber auch darüber gesprochen, nach dem 10. Spieltag, dass wir schon zweimal am Zaun waren und mussten uns bei den Fans entschuldigen für unsere Leistung. Das ist dann aber auch nicht, was passt und was auch nicht in Ordnung ist. Und auch das, da gehen wir auch jetzt nicht drüber weg. Das, was wir heute gesehen haben, Leidenschaft pur, Zweikampf, in jedes Ding reinhauen und auch fußballerische Qualität mit reinbringen, das ist das, was wir sehen wollen. Ich glaube, jeder andere Fan auch, und dann sind wir auch zufrieden. Wir hoffen es so, dass wir es auswärts auch sehen. Das hofft ihr natürlich am allermeisten. Wir alle hoffen es. Wir wünschen ganz, ganz viel Erfolg dafür, für den Samstag und hier im Karl-Benz-Stadion. Dann kommt Nürnberg und auch die dürfen gerne kommen. Ja. Wir verstecken uns vor niemandem. Und dann freue ich mich, wenn wir uns hier dann wiedersehen und erstmal in Freiburg. Danke dir, Christian. Danke.